Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen erstmal was auspacken. Meine Fresse, komm mal her hier. Ich habe mir hier so einen kleinen Karton gemacht, da habe ich einfach alle drin gedonnert. So. Und zwar, habe ich eine Steckdosen, Leiste, Turm bekommen. Hat auch ganz gut in den Kram gepasst. Weil ich meinen Turm, ich hatte schon mal so einen Turm, den habe ich an meine Frau abgegeben, also meinen Freundin abgegeben. Der ist im Kinderzimmer. Der war aber auch nur zwei und hier sind jetzt drei. Und USB. Den kann ich super hinter meinen Bildschirm machen und habe dadurch viele Stromgeräte oben, wie jetzt auch, ein paar mehr, aber auch USB, und ich spare mir meinen USB-Adapter. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ich will nämlich jetzt heute oder morgen meinen PC-Tisch neu machen, also neu organisieren. So, also aufräumen und den ganzen Müll runter machen und so. Und dann gucken wir mal, was hier so schön mit bei ist. Ich werde auch nur ein Unboxing erstmal machen, weil sich die Leute gewünscht haben, wieder mehr Unboxings. Auch wenn es kleine Unboxings sind, habt ihr euch das gewünscht. Und ich versuche mein Bestmögliches. Oft, wenn es dann nur ein 3-Minuten-Video ist, dann ist es so. Alter Schalter, wie lang ist denn der Kabel? Leck mich am Arsch, wie geil ist das denn? Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, dann haben wir hier eine Anleitung. Den Turm, den wir uns dann genauer angucken werden, der auch verschiedene Ein- und Ausschalter hat. Ja, funktioniert alles. Aber wie unfassbar lang ist denn der Kabel? Ja, ich weiß, es heißt das Kabel. Ist mir egal, ich sag trotzdem der. Holy shit. Also damit muss ich sagen, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber das ist positiv. Steht das hier auch irgendwo? Nicht wundern, ich habe Ton an, damit ich es mitkriege, weil ich mich in der Schule beschwert habe und ich warte auf einen Anruf von der Direktorin. Steht leider nicht. 205, 2500 W10A Output 250 60 Hertz. Schade, steht hier leider nicht da, wie lang der Kabel ist. Ich suche mir ein Maßband gleich vor meinem PC-Tisch. Brauche ich nicht suchen, wie es wohl ist. Und das messen wir im Hardware-Video, messen wir das nach. Im Hardware-Video messen wir das nach. Ich verspreche es euch. So, jedenfalls kriegt er halt eine Anleitung mit bei. Die Station, also die Docking-Station ist es ja nicht. Die Steckdosen, der Steckdosenturm mit einem mega langen Kabel. Und da sind 3, 6, oh, ich halte mal hier fest, 9, 12. 12 mal Strom und, USB, 1, 2, 3, 4, 5 mal USB ist damit bei. Also ist auch nicht drehbar, das ist fest, das ist so. Oben haben wir auch noch separate An- und Ausschalter, das gucken wir uns dann gleich im Hardware-Video an, weil sonst mache ich das Video wieder zu lang und dann ist es wieder alles im Ehen. Aber wir wollen ja nur Unboxing machen. So, das soll es jetzt fürs Unboxing auch gewesen sein. Ich stelle euch das mal noch ein bisschen mehr in die Mitte. Ich finde es, ich bin jetzt, muss ich sagen, ich bin wirklich überrascht von der Länge des Kabels. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist eine sehr positive Überraschung für mich. Sehr, sehr positive Überraschung.
So, nichtsdestotrotz, wart das jetzt fürs Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir werden uns den Steckdosenturm gleich im Hardware-Video noch genauer angucken. Da werde ich ranzoomen, ich werde euch die Schalter zeigen. Wir werden den Kabel ausmessen. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Ahoi, sagt euer Odin.